Und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Drive. Und das nicht auf irgendeinem Schlepper, sondern auf unserem ältesten, einem IHC 633S. Ne? Vorab, wir sind am Wiesenschleppen. Einmal schnell Steuergeräte, zweimal einfach wirkend. Ah, ein bisschen dolle. Lassen wir gleich runter. Hiermit kann man runter machen. Das ist immer so ein, ja, wie so eine Merkhilfe. Zack, runter gemacht. Jetzt zeige ich euch mal was. Es ist nicht irgendein 633. Es ist nämlich ein 633. Und zwar der 500. der jemals das Band verlassen hat. Dafür hat mein Opa damals noch eine Urkunde bekommen. Gekauft 1980. Kein Allrad, keine Servolenkung. Wir hatten noch ein 633 von 76. Der hatte Allrad. Und ich meine auch Servolenkung. Aber den kenne ich schon gar nicht mehr. So, unser Hab und Gut auf Pflegebereifung. Dicke Bereifung haben wir auch noch dafür. Ne, hatten wir. Wir haben aber Zwillingsbereifung noch dafür. Weil dieser Schlepper damals Kartoffelroden, Rübenroden, Düngerstreuen, Spritzen, alles gemacht hat. Absolut Weltklasse, der Schlepper. Der Schlepper hat gerade auf der Uhr 12.000 Stunden. Muss dazu sagen, vor 25 Jahren ist der Zähler stecken geblieben, hängen geblieben. Dementsprechend kann man sich ausrechnen, dass der schon einiges mehr drauf hat. Man sieht, Alterserscheinung hat er, aber der Motor wurde noch nie zerlegt, original. Wurde noch nie überarbeitet, also das, so wie ihr ihn hier seht, so war er immer. Also wisst ihr, wie ich das meine? So. Sitz ist leider schon ein bisschen ausgedattelt. Da hat mein Opa damals mal zum Geburtstag einen neuen bekommen. Hat aber nie verbaut. Zweimal einfach wirkend. Es war ein Film. Man sieht das hier ein bisschen. Ist leider ein bisschen verbogen. Oha, das war ein Krampf. Man sieht hier die Sprenkler überall. Das war ein Krampf, sage ich euch. Da das Steuergerät reinzubekommen. So. Wiesenschleppen. Ja, vorab, wir machen nochmal schnell ein Bild. Oh, die Sonne steht gerade unfassbar geil. Fürs Thumbnail. Zack. Ja, so nochmal. Und Porträtmodus. Ja, gucke mal. Also wenn er das mal nicht ist, oder? Zum Verkauf steht er nicht. Und ich denke, wird er auch nie. Das vorab schon mal, keine Anfragen. Werden durchgängig abgelehnt. So. Gangschaltung. Langsam. Schnell. Vorwärts. Dann haben wir hier rückwärts. Wir wollen schnell vorwärts. 1, 2, 3, 4. Wir gehen in 3 rein. Unten ist er. So. Und dann geht's los. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Wiesenschleppen, einfach um altes Gras rauszuziehen, um Mauserzüge platt zu machen. Man sieht es hier ganz gut, die Bestockung des Grases anzuregen. Kleine Unkräuter rauszureißen. Das passt schon. Vorab nochmal, der Schlepper hat leider keinen Aufgabenbereich mehr bei uns. Ja, liegt einfach daran, großer landwirtschaftlicher Betrieb. Man fährt dann doch immer los, die neueren Maschinen, auch bei solchen Arbeiten. Ich mache das hier gerade alles im Lohn. Für Bekannte von uns. Unser Grünland haben wir ja schon geschleppt. Dafür haben wir uns ja ein 8-Meter-Gerät ausgeliehen. Aber so, das langt halt auch hin. Ne? Scheibe kann ich vorne zumachen.
sogar einen Scheibenwischer dran, funktioniert leider nicht mehr. Er ist repariert hier für so ein, ja, eine kleine Steckdose hier. Ah. Die nicht vorhandene Servolenkung merkt man auch ganz doll. Aber es erfüllt seinen Zweck. Wie gesagt, früher alle Arbeit gemacht. Heutzutage ist man nur noch verwöhnt. Ich bin schon mal überlegen, aber ob ich jetzt bei 30 Grad im Schatten hier mit Heu wenden will, weiß ich auch nicht. Entschuldigung. Heu wenden, Heu schwaden, Wiese Weizen, Wiese schleppen, das Arbeiten, die er durchaus noch machen kann. Aber dafür bin ich leider nicht genug Liebhaber, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dennoch ist ein geiles Gerät, was ich euch definitiv nicht vorenthalten will. Aber man sieht schon, es ist was für Männer, ne? Das läuft hier auch schon mal ganz gut. Hier war der Maulwurf besonders aktiv. Hier wird man ganz gut durchgeschüttelt. Ich hoffe, die Tonqualität passt ganz gut. Aber ist geil, heute erster warmer Tag gewesen. Wir hatten 22 Grad. Heute Mittag war ich schon durch mit allem. Das steht hier in dem Farmblock, der jetzt am Morgen, von mir aus morgigen Tag rauskommt. Und so ziehe ich jetzt meine Runden hier. Ja, das ist schon schier. Das macht schon, Laune macht es ungemein. Ne? Mit so einem älteren Schlepper mal wieder zu arbeiten. Drei Zylinder hat der gute, 52 PS. Damit kann man schon ein bisschen was reiten. Wie gesagt, damals auch Rüben gerodet. Auch ohne Heirat. Wegen der 500 noch einmal. Der 500 ist der 633, der das Werk verlassen hat. Ich kann die Urkunde auch noch mal einblenden. Habe extra eine Urkunde für bekommen. Wie gesagt, neu das Ding damals gekauft. Ah, mit 633 gute Erfahrung gemacht. Der alte, von dem ich vorhin erzählt gesprochen habe, der war ja Baujahr 76, meine ich. Und das Ding, das hatte Allrad, Frontlader und Servolenkung und hat auch mit 12.000 Stunden den Hof verlassen, meine ich. Opa könnte das alles noch ein bisschen besser erklären. Aber der schaut mir gerade von oben zu. Und der freut sich. Der freut sich. Das hat mein Vater auch gesagt. Ich habe meinem Vater gesagt, du pass auf, ich habe ein Vorhaben. Ich habe einen Auftrag. Ja, war schon stutzig. Er hat sich schon gefragt, was ich hier mache. Und hat sich natürlich auch gefreut. Das ist eine coole Arbeit hier. Und mal sehen. Den einen oder anderen Auftrag wird der Schlepper dieses Jahr noch bekommen. Aber ich verrate noch nicht so viel. Wenn ihr sowas sehen wollt, was wir hier noch vorbereitet haben, gerne den YouTube-Kanal abonnieren. Würde mich natürlich riesig drüber freuen. Ja, und auch wegen weiteren Let's Drives. Da habe ich einiges in Planung. Ups. Das Equipment dafür habe ich ja. Alles neu gekauft. Dementsprechend würde ich mich auch über ein Feedback freuen. Wenn ihr irgendwas zu kritisieren habt, wie auch Lobe, gerne mal schreiben. Ja, viel später darf das hier gar nicht mehr sein mit dem Wiese schleppen.
Wir haben auch noch ein Schmuckstück auf dem Hof, ein Kramer KL200. Wenn ich mit dem mal was machen soll, schreibt es auch mal gerne rein. Oh, letzte Bahn. Mal zusammenklappen. Muss ich mal gucken. Das eine ist ein Rücklauf. Ja, ein bisschen aufpassen. Oh oh. Ein bisschen aufpassen mit dem Dach hier. Aber es klappt gerade so. Oh. Ja, das Gute ist, mit dem Trecker kann man sogar im vierten Gang anfahren. Ne? Seht ihr das da oben? Wenn die schwarze Fahne weht, wisst ihr, dass da Leistung geht, ne? Oder wie geht der Spruch? Oh, ich fahre jetzt die Wiesenschleppe wieder abbauen, dann auf den Hof. Ich hoffe, euch hat das leer, ich lasse jetzt zufallen. Dann ist das jetzt so. Ich hoffe, die Tonqualität war in Ordnung. Ich hoffe, das Bild hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, der Trecker hat euch gefallen. Wenn irgendwas davon eintritt, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Like das Video. Abonniert für mehr von dem Schlepper, für mehr von Let's Drives, zusätzlich zu den Fahrvlogs. Und ja, in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.